Hi ihr Lieben, ich wollte heute mal das Thema Stillen ansprechen, weil in den letzten 3-4 Tagen ein bisschen bei mir was schiefgelaufen ist und einige ja gefragt hatten, ob ich das machen könnte, und das habe ich jetzt auch vor. Also, wenn ihr es sehen wollt, hören wollt, was für Probleme ich vielleicht hatte oder habe, dann bleibt jetzt dran. Ich fange am besten mal damit an, dass ich hatte ja einen Kaiserschnitt, also mein Geburtsbericht kommt auch noch, den versuche ich auch gleich im Anschluss zu drehen, also wundert euch nicht, wenn ich vielleicht dasselbe Outfit anhabe dann. Habe ja einen Kaiserschnitt gehabt und musste gleich nach der OP, also da war ich noch sogar komplett betäubt, also abwärts sozusagen betäubt, musste ich schon anfangen zu pumpen und ich habe mir gedacht so, oh Mann, da kommt doch sowieso nichts raus, aber gut, machen wir es halt. Wir werden ja schon wissen, was wir wollen von einem. Ich musste tatsächlich wirklich gleich, als ich oben im Zimmer angekommen bin, musste ich abpumpen und da kam halt erstmal, also ich gehe wirklich ins Detail so ein bisschen, ja, kam halt erstmal so ein bisschen gelbe Flüssigkeit raus und das nennt man das Kolostrum und das ist auch eigentlich gar nicht viel, aber sowohl sehr nährhaft und wichtig für die Kleinen, was wahrscheinlich jeder von euch schon weiß. Und deshalb musste ich das immer in so eine ganz kleine Spritze aufziehen, weil es wurde halt in dieses Fläschchen gepumpt. Klar, die Flasche war noch nicht mal annähernd voll, das hat wirklich gerade mal für eine Spritze vielleicht für so viel gereicht. Daher ist es wirklich nicht viel. Aber gut, jedes bisschen hat gezählt für meinen Kleinen. Warum, werdet ihr im Geburtsbericht dann sehen. Und ich habe meinen Kleinen allerdings auch erst nach dem 3. Tag, glaube ich, nach oben ins Zimmer bekommen, wo ich ihn dann wirklich richtig anlegen konnte. Also ich habe das im Krankenhaus ziemlich gut gezeigt bekommen. Unten schon in der Station haben sie mir das gezeigt, dann oben auf meiner Station haben sie mir das nochmal gezeigt, also wir waren getrennt. Also es hat eigentlich super funktioniert, außer dass der Kleine halt wirklich immer müde wurde an der Brust, was wohl normal ist, weil er ist ein Frühchen und ja gut. Dann fange ich mal so an, meine Brust war halt immer zu hart, das heißt der Kleine, also ich habe keine Flachbrustwarzen, sondern ich habe normale Brustwarzen in dem Sinne, also die sprechen ja von entweder sehr rausstehenden Brustwarzen oder von Flachbrustwarzen und ich habe halt normale. Und er hat es aber trotzdem nicht hingekriegt, weil er so einen kleinen Mund hat und noch so schwach war, die Brustwarze wirklich richtig zu fassen. Das heißt, ich musste vor jedem Stillen erstmal anpumpen, die Brustwarze vorholen, damit der Kleine die besser schnappen konnte. Ganz am Anfang hatte ich auch echt Probleme noch, ich glaube eine Woche oder so oder zwei hatte ich noch ein bisschen Probleme damit, dass er die Brust überhaupt greifen kann, weil ich halt wirklich sehr, sehr, sehr viel Milcheinschuss hatte. Bin wirklich regelmäßig ausgelaufen, also Stilleinlagen war für mich wirklich ein Horror, was zu finden, was nicht die Brustwarze austrocknet, aber dazu kommen wir später. Ja, das hat dann nach 2 Wochen ganz gut geklappt, ich habe auch keine Pumpe mehr gebraucht, durfte die auch wieder dann zurückgeben sozusagen, ich habe eine vom Krankenhaus mitbekommen, musste die dann zurückgeben, sobald es funktioniert, was ja dann nach 2 Wochen so war. Und ja, es hat jetzt auch eigentlich die ganze Zeit super funktioniert. Ich habe eine Hebamme, die super lieb ist. Bei der Entlassung hatte ich auch noch mal eine Stillberaterin bei mir im Zimmer, die mir noch ein paar Tipps gegeben hat, wie man halt gerade ein frühgeborenes Kind stillt, weil die ja noch nicht so kräftig sind und nicht so intensiv lange saugen können. Meine hat es aber relativ gut hinbekommen. Ein kleines Problem war einfach nur, oder ist im Moment immer noch gewesen, dass er nur sehr langsam zugenommen hat. Er hat zwar ordentlich getrunken, aber weil er halt noch so klein und schwach war, halt immer Kurzzeiten, also so eine ganz kleinen Abstände nur getrunken. Das heißt, ich durfte wirklich jede Stunde oder halbe Stunde ranlegen und war für ihn, glaube ich, nicht so schön, für mich auch nicht. Dann hatte ich aber auch eine ganze Zeit lang wirklich überhaupt gar keine Probleme mehr, war alles super, er hat ordentlich getrunken. Allerdings, es gibt ja diesen Rhythmus, okay, man nimmt die eine Brust und dann die andere Brust. Ich glaube 20 oder 25 Minuten, je nachdem, wie jung die Kinder halt noch sind. Das war bei mir nicht möglich. Also meine hat wirklich 25 Minuten in einer Brust getrunken und war dann satt. Also ich habe da auch nichts mehr reinbekommen. Ich habe dann noch versucht, die zweite Brust zu geben, nach dem Wickeln. Das hat aber dann halt... Er ist jetzt kein Spuckkind, versteht mich jetzt nicht falsch. Aber er hat dann halt, wenn er zu viel getrunken hat, hat das halt logischerweise ausgespuckt. Er ist jetzt halt 2 Monate alt geworden am Dienstag oder Mittwoch. Er hat es halt dann, dass das zu viel war, hat er wieder ausgespuckt. Also war mir klar, er ist einfach satt. Dann hat er auch recht gut geschlafen, war aber auch sehr aktiv. Also ich kann mich echt nicht beklagen, was das angeht. Aber ich hatte jetzt am, als mein Kleiner 2 Monate alt wurde, hatte ich einen Hitzeschlag, also einen Sonnenstich-Hitzeschlag bekommen. Bin dann von morgens bis abends, ging es mir richtig schlecht, also richtig, richtig schlecht. Ich bin dann mit einem Krankenwagen abgeholt worden, musste ins Krankenhaus.
und war da, glaube ich, 8 Stunden und konnte logischerweise den Kleinen in dem Moment nicht stillen. Jetzt, ich berichte euch das übrigens auch nur nicht, weil ich Mitleid will oder sonst was, sondern damit andere Leute, die das vielleicht auch haben, entweder mir Tipps geben können oder ich euch vielleicht Tipps geben kann, wenn ich das jetzt halt durchmache. Ich kann auch danach nochmal ein späteres Stillvideo zu meinem Problemchen, wie ich es beseitigt habe, nochmal drehen, wenn ihr wollt. Jedenfalls bin ich nach 8 Stunden wieder nach Hause gekommen. Ich hätte eigentlich drin bleiben sollen, aber ich wollte halt nicht. Also das heißt, die haben mich schon entlassen, aber mit der Bitte, dass ich halt, wenn es nicht besser wird, wiederkomme. Aber mitunter war es halt ein Grund, dass ich den Kleinen weiter stillen kann und dass meine Brust halt auch weiterhin aktiv bleibt. So, das war sie jetzt aber 9 Stunden nicht. Ich habe ganz, 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 ganz viel Wasser verloren. Also ich war richtig böse dehydriert, obwohl ich getrunken hatte. Also ne, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich hatte jetzt keinen Hitzeschlag, weil ich nicht getrunken habe, was ja wirklich das A und O beim Stillen ist. Aber ich bin am Tag zuvor spazieren gewesen und habe anscheinend wirklich so den Hitzeschlag bekommen. Und über Nacht trinkt man jetzt nicht so viel bekanntlich und bin dann morgens total zusammengeklappt. Also es war für meinen Kreislauf einfach zu viel, die Hitze. Jeder weiß, wie warm es momentan ist. Ja, warum auch immer, ist ja auch eigentlich egal. Jedenfalls bin ich dann halt dann nach Hause gekommen und musste feststellen, dass meine Brust logischerweise, ich habe ja nicht viel getrunken, nicht zu viel Milch produziert hat. Gott sei Dank habe ich 2 Tage zuvor einfach als Vorsichtsmaßnahme mir diese Milch gekauft. Diese hier. Weil ich mir schon gedacht habe, dass so ein Tag bestimmt mal kommen würde, weil es jetzt halt so warm ist und der Kleine wirklich jede Stunde gekommen ist, weil er Durst hat und klar auch noch Hunger hat. Also er hat dann auch teilweise nur 10 Minuten getrunken und war dann zufrieden, weil er Durst hat. Aber es tut dann manchmal auch echt schon ganz schön weh in der Brust. Also es ist wirklich kein Kinkerlitzchen stillen, aber es ist was total Schönes wiederum. Also ich habe es gerne durchgemacht, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr beim Stillen, außer wenn ich wirklich jede Stunde anlegen muss und der Kleine dann ganz heftig zieht und quengelt, weil es so warm ist, ist ja auch nicht schön für ihn. Ja, deswegen habe ich halt die Anfangsmilch geholt, um zur Sicherheit, falls mal eben irgendwas sein sollte oder mein Körper einfach sagt, bis hierhin, nicht weiter, hatte ich die halt da. Und Gott sei Dank hatte ich sie da, denn als ich dann im Krankenhaus war, musste logischerweise mein Freund den Kleinen füttern. Konnte ja, wie gesagt, keine Mutter mich abgeben. Ich habe auch keine eingefroren gehabt, weil es eigentlich immer super funktioniert hat. Also Tipp für euch, friert eure Mutter mich ein, solange ihr sie habt. Weil so ein Tag kann immer mal kommen, dass es auch immer nicht mehr da ist. Ja, ich stille trotzdem noch. Ich versuche es wieder anzuregen. Also ich habe dann den zweiten Tag auch noch nicht so viel trinken können, weil ist ja klar, wenn man da halt um die schätzungsweise 9 Liter Wasser verliert oder Flüssigkeit verliert durch die Wärme plus eben durch dieses Hitzeschlagding, ist klar, dann muss der Körper erstmal selber wieder aufgefüllt werden. Und daran bin ich jetzt auch gerade wieder dran, es wieder aufzufüllen. Es kommt auch wieder Milch. Es ist ja nicht so, dass ich wirklich gar nichts mehr produziert habe, sondern es ist einfach zu wenig für ihn. Also ich lasse ihn pro Seite jetzt, also jetzt sind es 2 Brüste, die ich gebe seit einer Woche, 25 Minuten und gebe dann meistens noch 40 bis 80, je nachdem wie doll es ist, noch ein bisschen Pränahrung dazu. Nicht immer, das mache ich nur morgens und abends. Es funktioniert jetzt auch super, der Kleine quengelt nicht mehr. Meine Brust wird trotzdem angeregt, also ich lege ihn vorher an und den Rest kriegt er dann von der Milch. Kriegt er auch nur beim Papa, weil ich möchte es nicht machen, nicht, dass eine Saugverwirrung entsteht. Ich meine, wenn ihr jetzt einen Tipp habt, wie man es noch besser machen kann, gerne, schreibt es mir in die Kommentare oder ob ihr ähnliche Probleme habt. Aber ich mache das jetzt erstmal so, es nennt man Zwiemilchnahrung oder Ernährung. Das heißt, ich gebe ihm meine Brust die ganze Zeit, aber morgens und abends kriegt er zusätzlich noch ein Fläschchen. Bis jetzt fahre ich damit ganz gut, klar, glücklich bin ich darüber nicht. Ich hätte gerne das komplett durchgezogen. Ja, bis zu 6 Monaten ihn zu stillen, also voll zu stillen, ich meine, ich stille ihn ja trotzdem, aber es ist das Beste für ihn, ich muss mich nicht unter Druck setzen, ich meine, ganz viele meiner Mädels wissen, dass ich mir da jetzt echt einen Kopf gemacht habe und eigentlich auch nicht so glücklich drüber bin, aber wichtig ist, dass der Kleine gesund ist, dass ich trotzdem stille, er kriegt ja trotzdem meine Nährstoffe, nur nicht mehr in der Menge wieder vor halt, ja, es ist eigentlich okay für mich jetzt mittlerweile, also ich habe mit meinem Freund auch ganz lange drüber geredet. Jetzt waren wir heute unterwegs und haben ein paar Sachen dafür gekauft. Diese hier, die habe ich nämlich auch im Krankenhaus bekommen, weil er ja logischerweise durch den Kaiserschnitt meine Milcheinschuss ein bisschen später kam, erst am 3. Tag. Habe ich die hier im Krankenhaus immer bekommen und die hat er super vertragen, weil mein Freund hat eine Hausstauballergie. Das heißt, sobald eine Allergie in der Familie besteht, also im näheren Umfeld, soll man Hyperallergennahrung geben. Die gebe ich ihm jetzt, nachdem die Baby Vita leer ist, gebe ich ihm die.
Weil Baby Vita war ja eigentlich nur ein Notfallpaket, aber weil ich da jetzt erstmal sage, ich mache jetzt dieses Zwienahrungsding, bis meine Brust wieder voll funktionsfähig ist und ich mich da nicht unter Druck setzen lassen möchte, gebe ich ihm dieses Beber danach noch und wenn ich es logischerweise nicht mehr brauche, gebe ich es ihm auch nicht mehr. So, ich hatte ja jetzt auch das Problem mit den Fläschchen. Ich habe Aventfläschchen. Gott sei Dank. Ich meine, davor war ich nicht so überzeugt davon, weil es halt schwer ist, da Milch oder Tee rauszukriegen. Ja, jetzt gebe ich ihm die Milch da drin, bin so zufrieden, dass da nicht so viel rauskommt, weil somit ist diese Saugverwirrung nicht so stark. Weil, wie gesagt, mein Freund gibt es Fläschchen, damit eben er weiß, okay, bei Mama gibt es die Milch aus der Brust und bei Papa gibt es die Milch aus der Flasche. Und das war mir halt wichtig, dass ich da, dass da diese Saugverwirrung nicht entsteht für ihn. Dann habe ich, falls es nachts irgendwann mal nicht klappt, die Hip Babyquellwasser von Geburt an. Falls ich eben doch mal schnell aufwärmen muss und er wirklich ganz doll quengelt oder so. Ist einfach ein Notfallding, werde ich jetzt erstmal nicht aufmachen, weil man muss die dann, glaube ich, an einem Tag schon gleich leer machen. Aber ist halt für Notfälle da. Dann habe ich mir hier für unterwegs, falls ich doch mal Milch brauche, wenn ich bei meiner Mama bin oder bei meiner Schwiegermama und er nicht satt werden sollte. Ich bin jetzt echt für jeden Notfall ausgerüstet, weil wenn es nachher nicht klappt, klappt es nicht. Dann habe ich es wenigstens versucht. Aber die hier für unterwegs, da packe ich dann hier das Milchpulver jeweils rein, was ich benutzen möchte in der Menge. Dann habe ich mir noch gekauft, kennt ja jeder, Thermosfläschchen-Erwärmer oder Warmhalter viel eher. Dann eine Thermoskanne. Da mache ich jetzt immer, wenn ich rausgehe, Wasser vorsichtshalber rein. Wenn ich es nicht brauche, ist schön. Wenn nicht, dann habe ich es halt dabei. Ja. Und habe praktischerweise von meiner Kinderärztin ein Paket bekommen. Wo tatsächlich noch kleine Aventfläschchen drin waren, was ich gut finde, weil für dieses Pränahrungsding sind die echt top, weil er eben, wie gesagt, sich ein bisschen anstrengen muss. Ja, mein Milcheinschuss kam im Krankenhaus schon am zweiten Tag, also recht schnell. Klar, jetzt nicht in der Menge, wie er es benötigt hätte. Oder beziehungsweise er konnte es halt noch nicht so zu sich nehmen, weil er noch zu schwach war. Ich hatte auch wirklich die ganze Zeit jetzt nach diesem Hitzeschlag, dass doch wieder kommt, dass ich wieder komplett stillen kann, ohne diese Zusatznahrung. Ich kann euch da ja auf dem Laufenden halten, wie es wirklich läuft. Oder vielleicht habt ihr auch Tipps, was ich noch machen kann. Also Stilltee trinke ich schon. Zwar jetzt nicht in Massen, weil meine Hebamme meinte, man soll nicht zu viel davon trinken, weil es dann wiederum Blähungen beim Kind machen kann. Oder eben auch die Milchbildung hemmen kann. Somit trinke ich jeden zweiten Tag zwei Tassen Tee. Am Tag, jeden zweiten Tag, ne? Und hoffe, dass ich es so wieder hinkriege. Ich lege ihn, wie gesagt, trotzdem jedes Mal an und hoffe, dass es so wieder wird. Also wenn nicht, ist jetzt kein Riesendrama. Schön ist es nicht, weil ich würde es halt gerne länger machen. Aber was sein muss, muss sein. Der Kleine muss ja wachsen und gedeihen, ne? Gut, falls ihr noch Fragen zum Thema stellen habt, die Pflegeprodukte hatte ich euch ja schon gezeigt, welche ich benutze. Ich kann sie auch gerne noch mal schnell reinhalten. So, dann zeige ich euch noch meine Produkte, die ich so verwendet habe während des Stillens oder immer noch benutze. Das ist einmal das Wollfett von meiner Hebamme, das ich bekommen habe, wo ich ja meinte, das ist einfach ein bisschen hart. Aber gut, eine Freundin hat mir jetzt gesagt, naja, dann stell es irgendwie auf den Balkon oder irgendwo, wo es warm ist. Dann wird es auch flüssiger. Also von Heilungsprozess super tolles Zeug. Mache es jetzt auch noch leer, aber ich besorge mir jetzt erstmal kein neues. Also meine Brustwarzen tun jetzt auch nicht mehr weh. Warum sollte ich es dann noch so oft benutzen? Also ich habe ja jetzt andere Produkte, die zeige ich euch jetzt. Dann habe ich die Lansinol HPA Lanolin Salbe. Ich hatte in dem einen Video letztes Mal gesagt, dass es mir zu hart ist von der Konsistenz. Ich muss es revidieren, es ist doch nicht hart. Es war nur die erste Zeit hart, also die ersten zwei Benutzungen. Jetzt ist es total weich, liegt vielleicht auch am Wetter, aber ich bin jetzt doch sehr begeistert davon. Also ich liebe sie jetzt, ich benutze sie wirklich täglich jetzt, aber eher so ganz dünn aufgetragen als dauerhafte Pflege einfach, ohne dass ich jetzt eine Entzündung habe oder sonst was. So, dann hatte ich ja am Anfang das Problem, dass der Kleine meine Brustwarze nicht richtig nehmen konnte, weil sie halt so prall war, die Brust. Und da habe ich mir vom Krankenhaus die Medela Brusthütchen gekauft. Also die hatten mir die da gegeben in der Säuglingsstation unten und meinten, na probier's mal damit, vielleicht kriegt das damit hin. Und schwupps, mein Kind hat das echt super gemacht.
Mit denen habe ich dann wirklich super stillen können, hatte auch kaum Schmerzen, was ja wirklich am Anfang einfach mal so ist, dass es weh tut. Also mir zumindest und bei den anderen Mädels auch. Und die Teile haben mir echt geholfen. Ich habe die jetzt, ich habe zwei Packungen davon geholt gehabt, damit das eine immer schön gereinigt ist und das andere in der Benutzung ist, wenn ich dann halt stille, dass ich jetzt nicht immer, oh Gott, jetzt muss ich erstmal reinigen, sondern ein, zwei immer sauber. Ja, und die kommen halt in so einer praktischen Box, dass die halt immer steril eingepackt sind. So, dann hatte ich letztes Mal auch schon gezeigt, die Medela Brustwarzenschutz. Hütchen, wie auch immer wir sie nennen wollen, die benutze ich immer noch, die mache ich mir nachts jetzt immer drauf, einfach um die Brust wirklich schön gesund zu halten. Wie gesagt, mir tut es jetzt nicht mehr weh beim Stillen, aber ich will sie trotzdem gepflegt halten, nicht, dass es eben doch wiederkommt mit den Schmerzen oder dass die Brust mal trocken wird oder rissig, kann ja alles passieren. Aber mit diesen Sachen ist es mir persönlich noch gar nicht passiert. Ich beuge vor sozusagen, ob das jetzt notwendig ist, sei dahingestellt. Ich fand es aber als wichtig, weil ich das Stillthema als wichtig empfinde. Falls ihr über dieses Zwiemilch-Ernährungsding noch ein bisschen mehr wissen wollt, geht mal auf www.eltern.de. Da ist ein richtig gutes Thema, also wirklich schön beschrieben auch, für wen das alles nützlich ist. Für berufstätige Mamis, die trotzdem stillen wollen, wie sie das machen. Für Leute wie mich, die jetzt einfach so ein kleines Problem haben, weil die Milchbildung auf einmal zurückgegangen ist aus gesundheitlichen Gründen. All diese Dinge stehen da ganz gut beschrieben, wo ich jetzt auch sage, jetzt muss ich eigentlich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich jetzt halt diese Zwienahrung mache. Zwiemilchnahrung mache, aber ihr könnt mir ja gerne eure Tipps unten reinschreiben, wie schon gesagt. Und ich freue mich, wenn ich euch irgendwie ein bisschen helfen konnte mit dem Video. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde sie natürlich sofort beantworten, falls ich was vergessen haben sollte. Meine Stilleinlagen, die ich benutze, sind von DM diese waschbaren, also die in dieser Abteilung hängen, wo diese ganzen Klamotten von den Kindern hängen. Die benutze ich, da habe ich mir um die 7 oder 8 Paar geholt. Es geht ja das Gerücht rum, dass die Dinger stinken. Ja, kann ich bestätigen. Wenn man jetzt so schwitzt wie in dem Wetter, fangen die an, ein bisschen zu muffeln. Gut, dann wechsle ich die halt 2, 3 Mal am Tag. Es ist dann halt so und wasche sie aber gleich. Also man kann sie per Hand waschen oder eben in der Maschine. Ich mache es am Anfang, ich wasche sie erst mit der Hand, dass es eben nicht zu diesem Muffel kommt. Auch nicht in der Wäschekammer sozusagen, nicht zum Muffeln kommt und wasche sie dann einmal komplett alle, die ich habe, mit den ganzen Babysachen zusammen. In einem Reinigungsprozess mit steril, bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ja, also ich finde die Dinger toll. Ich habe noch gar keine Probleme damit gehabt. Wie gesagt, aufgerissene Brustwarzen hatte ich nie. Werde ich wahrscheinlich auch nicht kriegen. Und ach doch, einmal hatte ich das und da hatte ich nämlich diese Einmalstilllagen benutzt und da hatte ich so trockene Brustwarzen, dass mir das richtig wehgetan hat. Also habe ich sofort wieder weggelegt. Für die, die ganz doll auslaufen, wie ich am Anfang, ich mache das so, ich lege einmal eine DM-Stilleinlage, diese aus Stoff, auf die Brust, also direkt auf die Brust und darüber packe ich diese Einmalstilleinlagen. Und die kann man ja dann wirklich immer wieder wechseln, wenn es dann ausgelaufen ist. Also das ist gar kein Problem. So mache ich es. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Das Video war ja erwünscht und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Dann schönen Abend noch und ich drehe jetzt gleich das nächste Video. Tschüss!